Gegen 17.15 Uhr gingen zahlreiche Notrufe bei der Polizei ein. Mehrere Zeugen haben berichtet, dass ein Auto in eine Menschengruppe gefahren ist. Sofort sind alle verfügbaren Streifenwagen nach vorne außen gefahren. Mehrere Passanten haben sich sofort um die schwerverletzten Personen gekümmert, die überall auf dem Boden verstreut waren. Die Unfallfahrerin ist einige Meter weitergefahren, ist dann erst zum Stillstand gekommen. Hier vor Ort waren viele Menschen unter Schock, denn das, was sie dort gesehen haben, waren Personen, die durch die Luft geschleudert worden sind, durch diesen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug. Die Leute standen unter Schock, konnten zum Teil auch gar nicht vernommen werden. Mehrere Personen sind lebensgefährlich verletzt worden, mehrere schwer verletzt worden. Und hier ist aktuell ein Großansatz der Polizei und der Rettungsdienste. Wieso die Person dort in die Fahrgäste gefahren ist, ist derzeit noch unklar und ist Gegenstand der Ermittlungen.